Russland hat wegen den EU-Sanktionen jetzt damit begonnen, deutsche Firmen zu enteignen. Von der ersten deutschen Firma wurde jetzt 1 Milliarde beschlagnahmt und jetzt merken die deutschen Bürger einmal mehr, dass die EU-Sanktionen ein komplettes Eigentor ist. Also würde mir diese betroffene Firma gehören, ich würde sofort unsere ganze Ampelregierung verklagen und mir die Milliarde direkt von denen persönlich wiederholen. Unglaublich. Alle Details in diesem Video. Tja, meine lieben Zuschauer, es ist jetzt genauso gekommen, wie es kommen musste. Unsere äußerst kompetenten Ampelpolitiker haben dafür gesorgt, dass Russland jetzt selber im großen Stil deutsche Firmen enteignet und die Bürger die katastrophale Politik unserer Bundesregierung ausbaden müssen. Die asiatische Zeitung BNN schrieb, Russian court seized over 1 billion in assets from German firm Linde amid sanction dispute. Und zu Deutsch heißt das, russisches Gericht beschlagnahmt über 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten des deutschen Unternehmens Linde im Rahmen eines Sanktionsstreites. Wow! 1 Billion US-Dollar, also rund 1 Milliarde Euro, werden jetzt von Russland wegen den EU-Sanktionen beschlagnahmt. Und damit passiert jetzt genau das, wovor ich euch in einem meiner letzten Videos schon gewarnt habe. Die EU und allen voran die deutschen Politiker, die sind so blind vor Wut auf Putin und machen damit die schlimmstmögliche Politik, die es gibt. Und jetzt kommen plötzlich ganz unerwartete Konsequenzen. Ich meine, ihr habt ja alle mitbekommen, dass die EU-Politiker wegen den Sanktionen russische Vermögenswerte beschlagnahmt haben. Ja? Die Frankfurter Allgemeine schrieb, private russische Vermögen. EU friert 21,5 Milliarden Euro ein. Also ihr seht, die EU hat 21 Milliarden private russische Vermögen eingefroren und ich habe damals bereits schon vor diesem Schritt gewarnt. Ich habe gesagt, sag mal, seid ihr denn dumm? Wenn wir jetzt private russische Vermögen beschlagnahmen, dann kann Russland doch genau das Gleiche auch mit uns machen. Das Ganze wird zu einem riesigen Eigentor und zu einem Bumerang. Seht ihr das denn nicht? Seid ihr denn alle blind? Tja, und offenbar ja, weil vor allem die deutschen Ampelpolitiker haben meine Warnung komplett ignoriert und die gingen sogar noch einen Schritt weiter. Die wollen das russische Vermögen nicht nur einfrieren, sondern sogar direkt enteignen. Auch dazu hatte ich ein Video gemacht, weil die grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel meinte in einem Interview Folgendes. Die EU erwägt jetzt, die Erträge aus dem eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen der Ukraine zu geben. Das sind etwa 3 Milliarden Dollar im Jahr. Warum aber nicht das ganze Vermögen von 200 Milliarden? Und die Frau antwortet, wenn in einem ersten Schritt die Erträge freigegeben sind, sollten wir uns auch das Vermögen selbst ansehen. Da gibt es rechtliche Fragen, aber die müssen mit dem Ziel geprüft werden, das Vermögen am Ende für die Ukraine weiterzugeben. Also ihr seht, Katrin Göring-Eckardt will russisches Vermögen enteignen und das zeigt einmal mehr, wie krass inkompetent und antidemokratisch diese Frau unterwegs ist. Weil das, was diese Frau als richtig tolle Idee feiert, um Russland zu schaden, das wird wie gesagt hier zu einem kompletten Bumerang. Aber das raffen die Grünen einfach nicht, weil die einfach allesamt null Verständnis für Wirtschaft haben. Ja? Und nicht umsonst sind die Grünen ja die Partei mit den meisten Studienabbrechern und mit 2 Parteichefs ohne Berufsausbildung und ohne Berufserfahrung. Ja? Wo soll denn da das Verständnis für die Wirtschaft herkommen? Das geht einfach nicht. Und deswegen kommt es jetzt, wie gesagt, wie es kommen musste. Nachdem die EU private russische Vermögenswerte beschlagnahmt hat, hat Russland jetzt private deutsche Vermögenswerte beschlagnahmt. Die Zeitung schreibt wie folgt weiter und ich übersetze gleich. In einer bahnbrechenden Entscheidung, die das komplexe Zusammenspiel zwischen internationalen
nationalen Sanktionen und globalen Geschäftstätigkeit unterstreicht, hat ein russisches Gericht die Beschlagnahmung von Vermögenswerten des deutschen Industriegases- und Maschinenbauunternehmens Linde im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar angeordnet. Anlass für die Entscheidung war die Einstellung von Arbeiten an der Gasverarbeitungsanlage in Russland durch Linde, die das Unternehmen auf die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland infolge des Ukraine-Konfliktes zurückführte. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht's also aus. Aufgrund der EU-Sanktionen gegen Russland konnte die Firma Linde seine Verträge in Russland nicht mehr erfüllen und deswegen hat Russland jetzt 1 Milliarde Vermögenswerte von Linde einfach beschlagnahmt. Also die deutsche Firma Linde muss jetzt die harten Konsequenzen und die harten Folgen der EU-Sanktionen tragen und Russland geht das Ganze einfach am Hintern vorbei. Putin sagt sich, na, wenn die EU uns sanktioniert, dann holen wir uns einfach das Geld von euren Firmen wieder, ja? Am Ende seid ihr die großen Verlierer. Und da muss man sagen, das ist doch so krank, ja? So abartig. Warum liest man auch von diesem Vorfall nichts in den deutschen Medien? Naja, kann ich euch sagen. Weil nämlich dann müsste man ganz eindeutig eingestehen, dass dieses ganze Vermögen einfrieren, ja, der EU, ein riesengroßes Eigentor unserer inkompetenten Politiker gewesen ist. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass dieser Bumerang jetzt zurückkommt. Anfang letztes Jahres hatte ich auch schon darüber berichtet, dass sogar die Raiffeisenbank in Österreich enteignet wurde. Das Handelsblatt schrieb damals, russische Leasingtochter der Raiffeisenbank auf ukrainische Sanktionen. Die Ukraine sanktioniert die russische Leasingtochter der österreichischen Raiffeisenbank und blockiert ihr Vermögen. Der Besitz wurde nun für die ukrainische Verteidigung verwendet, so Zelensky, also enteignet. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Die österreichische Raiffeisenbank hat eine Tochterfirma in Russland und deren Vermögen wurde von der Ukraine nicht nur eingefroren, sondern sogar enteignet. Und da diese Tochterfirma, wie gesagt, zu der österreichischen Raiffeisenbank gehört, wurde damit auch die österreichische Raiffeisenbank enteignet. Ihr seht also, aufgrund der Russland-Sanktionen geraten immer mehr europäische Firmen unter die Räder und werden zum Spielball der Politiker. Europäische Politiker enteignen russische Firmen und Putin enteignet jetzt europäische Firmen. Ja? Diese ganzen geostrategischen Spielchen gehen immer mehr auf Kosten von Privatpersonen und privater Firmen. Und das, wie gesagt, war ja nur der Anfang. Die Zeitung schreibt ja selber, dass dieses russische Gerichtsurteil bahnbrechend ist und dass jetzt noch weitere Firmen folgen werden. Weil klar, wenn die EU 21 Milliarden russisches Vermögen beschlagnahmt, warum sollte sich Putin dann nur mit dieser 1 Milliarde der Firma Linde zufrieden geben? Ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt noch weitere Firmen von deutschen, noch weitere Gelder von deutschen Firmen beschlagnahmt werden und vielleicht sogar enteignet werden, um die deutschen Politiker ihre eigene Medizin kosten zu lassen. Und deswegen erneut mein dringender Appell. Dieser Krieg muss sofort diplomatisch beendet werden. Die Sanktionen müssen sofort beendet werden. Vor allen Dingen wir Deutschen leiden eklatant unter dieser Energiekrise und am meisten unter diesen Sanktionen. Unser Land geht deswegen den Bach runter. Und wofür? Um in der korrupten Ukraine unsere Demokratie zu verteidigen? Also, dass ich nicht lache, ja? Wir müssen uns gefälligst komplett aus diesem Konflikt herausziehen und uns weder aktiv noch passiv daran beteiligen. Ansonsten werden wir nämlich am Ende alle enden wie die Firma Linde oder sogar noch schlimmer, komplett enteignet und pleite. Und das kann doch in Deutschland niemand ernsthaft wollen.